kommen zurück. Wir machen die Folge noch. Kann doch nicht wahr sein. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal. Gucken, was wir da drin haben. Dank Fark. Neuer Blastermaterial, Outlander Lackierung. Schön. Ich will das Wrack von dem Schiff erreichen. Was war das? Shit. Der nächsten. Uiuiui. Das Outer Rim hatte ich mir anders vorgestellt. Na, wer sagt's denn? Lenk sie ab, Nex. Alles klar. Huh? Moment mal. Ja. Sorry, tut mir schrecklich leid. Mein Trupp wurde von einem Dach aus von einem Scharfschützen festgenagelt. Oh, wir hätten. Hätten. Witz, oder? Nee, das wollte ich nicht. Schön leise, Nix. Was haben wir denn jetzt dran?
sind hier. Scheiße, wie komme ich denn zu den... Ich bin so dumm, ich muss da zu dem Frachter. Hier das alte Schiffwrack. Was kann das sein? Okay, warte, ich muss raus. Oh, ich bin schon richtig, ich muss hier raus. Deswegen muss ich mich hier rausgehen. Einmal nach draußen. So. Vier Kilometer. Da hinten. Hinterm die Ecke ist ein bisschen kacke. Ja, ist gut. Halt dich fest, nix. Hey. Ernsthaft? Wow, die Imperialen kommen. Hier. Nicht schlecht, war das schön, Nix. Wenn Wacker recht hat, bedeutet das, dass uns die Bahnbrecher überall hinbringen kann. Dann landen wir unseren großen Coup und haben ausgesorgt. Es war ein langer Weg aus dem Arbeiterviertel, Kumpel. Aber ab jetzt geht es nur noch bergauf. Oder bergab. Je nachdem, wie man sehen will. Schon wieder? Also, dieser Nav-Computer, der sollte leicht zu finden sein, ja? Du musst nur durch das Labyrinth aus Gängen, über uralte Trümmer klettern und hoffen, dass das Ganze nicht über dir einstürzt. Ah, oh, Kinderspiel also. Was wird dir lustig? Die Verdächtige wurde bei Maud Listra gesehen. Drücken Sie zum Bereich vor und nehmen Sie sich Hey, ich glaube, ich bin in einer Art Tunnel. Darüber kommst du zum Wrack. Der einzige Weg hindurch ist mit dieser Gleitermod. Ach, geil. Wir brauchen diese scheiß Gleitermod. Was ist denn? Jetzt wissen wir, wie wir da hinkommen. Jetzt wissen wir, wie wir da reinkommen. Sehr gut. Ich sehe halt hier kaum was.
So, ich sollte vielleicht mal auch die Hauptquest wieder dran machen. Baka, ich bin da. Was jetzt? Also gut. Installier den Energiekern und bearbeite ihn mit deinem Ionenblaster-Modul. Damit sollte die Tür einfach aufgehen. Der Kern kommt wohl hierhin? Schalten wir den Kern ein. Ach, da oben. Er hatte recht. Wow. Nett. Sieht sich das einer an. Baka, ich bin drin. Beeindruckend, oder? Diese Kreuzer der Hohen Republik waren schon was ganz Besonderes. Der NAV-Computer sollte auf der Brücke sein. Viel Glück. Ja, dann müssen wir das mal machen. Müssen wir dann das nächste Mal bestellen, Black. Ja, gehen wir mal gucken. Ein geiles Teil. Ein cooles Ding. Einmal nach oben. Jippa. Mal fest. Ui. Und noch mal rüber. Ja. Achso, da rein. Wie läuft's? Naja, ein Hyperantrieb braucht nicht wirklich einen NAV-Computer, um zu funktionieren, oder? Wenn es dir nichts ausmacht, in einem schwarzen Loch zu enden? Nein. Toll. Ich nehme an, zur Brücke ist es noch ein ganzes Stück. Hey, wenn es einfach wäre, wäre der Computer längst weg. Hauptsache, da ist jetzt nicht so ein Viech wie in Survivor oder so, was mich unbedingt fressen will. Das war knapp, ey. Das Ding ist riesig. Ach du Scheiße. Wie soll ich ausfinden, wo die Brücke ist? Nett, Oh, Baka. Das Ding fällt total auseinander. Warum, glaubst du, haben wir aufgehört, es auszuschlachten? Niemand dachte, dass sich das Risiko lohnt. Außer dir. Es ist ein kalkulierbares Risiko. Und ich kann gut rechnen. Und ich kann gut fallen. Verdammte Hacke. Ich kann gut fallen. Tralalalala. Mal die Dinger mitnehmen. Haben wir eigentlich mittlerweile eine Quest fertig? Erkunde die Galaxis. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht mal 10% von dem Spiel gemacht. So, wir mal drin. Ich sehe einfach. Mal gucken, ob hier noch so Teile sind, wie hier zum Beispiel. Alles mitnehmen, was man kann. Was man tun kann.
Die haben wir. Da liegt noch was. Ich sehe ja echt gar nichts. Ah, ich glaube, da liegt unter, ist unser Teil. War das der Schiffsreaktor? Finde die Brücke. Na cool. Freu mich. Ich freu mich, ich freu mich. Mein Herz sinkt mir manchmal zwischendurch in die Hose, ey. Kann man nach unten? Ach, wie es aussieht, ist der Weg zur Brücke versperrt. Hm, vielleicht, wenn wir den Reaktor anwerfen. Oder? Kann ich den Reaktor einmal anmachen? Ich glaube, das so eine gute Idee ist, den Reaktor anzumachen. Ein ganz schlechtes Gefühl. Wacker, ich muss das Schiff irgendwie mit Energie versorgen. Ich glaube, ich bin irgendwo am Reaktor. Hm, das ist wohl die beste Möglichkeit. Du musst ihn vermutlich schrittweise aktivieren, von unten nach oben. Wenn er überhaupt noch funktioniert. Natürlich von unten nach oben. Bin ja auch nicht anders. Geht natürlich auch nicht anders. Ey. So, Nummer 1. Na gut, das wärmt ihn schon mal vor. Hui. Komm mir ein bisschen vor wie Kay. Wer ist der Kay? Okay, ich weiß nicht, wie hieß der? Okay, der Reaktor läuft. Aus Star Wars Mal sehen, ob wir den Rest des Schiffes hochfahren können. Gut, ich glaube, wir müssen da hochklettern. Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl, wie wir wieder runterkommen. Mich Timing. Hey, mir fast die Finger abgeschnibbelt. Hey, ich glaube, das hat funktioniert. Wer fliegt jetzt in die Luft? Damit sollten wir in den Kontrollraum gelangen. Nichts gebrochen, hoffe ich. War das so? Da. Wacker, ich glaube, ich bin gleich da. Das ist toll. Ja. Geht's dir gut? Hä? Oh, ja. Ich repariere nur die Bahnbrecher. Beeil dich, ja? Huh. Ziemlich alt. Scheiße. Oh, nein, nein.
Wir laufen nicht gerade irgendwie im Kreis oder so? Hier Sachen einbauen. So. Verbesserte Rushstrumpf. Hey. Irgendwie muss man doch den Lift rufen können. Der Turbolift läuft auch. Sieht sicher aus. Vielleicht. Naja, sicher will ich jetzt nicht sein. Kann ich, wobei dem Teil hier von oben und unten ist. Ich glaube, wir sind mit Kay schon mal geklettert. Ich dachte, er hieß Kay, aber Kay nicht mit K, sondern Kay mit C. Der hieß Kay. Der Kerl. Kerl Kestis war das ja. Ja, okay. Baka, ich bin da. Oh, ja, perfekt. Der NAV-Computer ist in der Konsole. Aha. Warum habe ich das Gefühl, dass der uns gleich richtig hart verarscht? Und hier jede Menge Leute gleich kommen. Weil hier stehen überall Fässer und Behältnisse und keine Ahnung was. Also ich habe das Gefühl, der verarscht uns gleich. Und dahinter geht uns. Ich krieg das nicht auf. Braucht wohl eine Autorisierung. Alles klar, Autorisierung gewährt. Jetzt muss ich nur noch den NAV-Computer schnappen und... Die sind von Serik Bash. Haben sie uns gefunden? Irgendwas stimmt hier nicht, Nix. Nehmen wir uns das Ding. Das sieht aus wie ein NAV-Computer. Sei nicht sauer, Kay. Ich meine, ich wusste, was sie braucht. Sie hat viel durchgemacht. Ich habe sie repariert. Du willst mich töten für ein Schiff? Nein. Für die Bahnbrecher. Serik Bash wollte dich lebendig. Aber das ist mir zu riskant. Echt jetzt? Sehe ich auch so. Bail, oder? Falls es ums Liros Schiff oder die Rebellen geht, das ist alles nur ein Missverständnis. Mir egal. Ach, hörst du doch zumindest mal an. Nix! Lauf! Was ein mieser Verräter, ehrlich. Ach.
Dieser nichtsnutzige, hinterhältige Müllock. Er wollte nur mein Schiff. Schnell! Oh, hier lang! Kannst du in der Galaxis auch keine Sau mehr trauen? Hört mal, ihr habt die falsche. Oh, Zirik Bash hat uns gefunden. Das ist nicht gut. Oh, na los doch. Durchatmen. Genug. Ergib dich einfach. Wer bist du? Lauf. Ich sagte, lauf. Das ist ein Freund. Guck mal jetzt. Oh, wie das einer ist. Droide war das. Nein, nein, wir müssen hier raus, Nix. Lauf weiter. Die springen irgendwo hin, falls das Schiff überhaupt da ist. Oh, so kann es nicht weitergehen. Von jetzt an gibt es nur noch dich und mich, Nix. So wie es sein sollte. Habt ihr Droide bitte da, Freund? Nein, er wäre zumindest schön, ey. Kann mich nicht irgendwie nach Mirogana teleportieren, oder? Nein, kann ich nicht. Schade. Wenn dieser Droide noch ein Jäger ist, der hinter meinem Kopfgeld her ist. Ist es so hoch? Wegen eines gestohlenen Schiffs? Diese Vale hätte uns fast gekriegt. Wir müssen das Todesmal loswerden. Und zwar schnell. Die Frage ist halt, wie wir es loswerden. Das ist halt die Frage. Wie kriegt man so ein Teil los? Ist die Frage. Achtung! Unsere gestohlenen Vorräte wurden in einem Piratenlager gefunden. Eine Eingreiftruppe ist unterwegs, um imperiales Eigentum zurückzuholen. Das schaffen wir! Das ist voll geil, hier mit rumzuspringen. Wir müssen uns ein bisschen mehr beeilen. Beziehungsweise ein bisschen schneller. Wir fahren echt beschissen, hab ich jetzt schon mal gesagt. Wir fahren wirklich beschissen. Ich bin mal gespannt, wann Ubisoft ein neues Parkway rausbringt. Wieder mit einem gefährlichen Protagonisten oder Antagonisten. Oder soll ein neuer Star Wars Teil rauskommen? Da bin ich einfach schon drin. Da ist Charlie Move. Bevor wir jetzt wegfahren, ende ich nämlich hier jetzt die Folge und dann sehen wir in der nächsten Folge, wo wir hinkommen. Ein bisschen Spannung muss sein. Das heißt, wir gucken hier noch einmal, ob ich Sachen aufbessern kann. Oh mein. Wir bieten den kompletten Chef-Service.
Eine kluge Wahl. So, gucken wir nochmal bei dem Griff, ob wir was verbessern können. Wahrscheinlich eher nicht, aber... Wenn Sie eine Schiffsmechanikerin brauchen, eine bessere gibt's nicht. War das Rumpf gemacht? Das kann ich das aussehen. Weiß ich zu schätzen. Viel Spaß. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.